Hey Leute, was geht und willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz etwas ankündigen. Und zwar beginnt höchstwahrscheinlich am Donnerstag, den 23. August, das Let's Play zu Formel 1 2018. Ich muss sagen, da bin ich schon sehr gehypt und freue mich sehr auf die neue Karriere und bin gespannt, wie es denn wird und was sich zu 2017 geändert hat in dem Spiel. Darüber hinaus fängt dann die Woche danach höchstwahrscheinlich das Mini-Let's Play zu dem DLC von Far Cry 5 an. Und zwar ist das Dead Living Zombies. Ich bin gespannt, es wird vielleicht so 7-8 Folgen gehen, je nachdem wie lange das DLC eben dauert. Auf die beiden Sachen freue ich mich schon und wir starten mal mit einer Runde im 2 vs 2. Und da sind wir auf der Starbase Arc und beginnen sofort. Kickoff macht mein Mate, ich folge zum Boost. Dann wollen wir mal sehen, ob wir denn gewinnen. Der eine ist gerade AFK gewesen. Nein! Oh, ja, nein! Heilige Mutter Gottes, was war das denn? Das war ein richtig guter Pass von dem Mate und ich habe ihn eigentlich auch gar nicht mal so schlecht reingebracht. Er ist nur halt von den Pfosten gegangen und dann danach nochmal. Aber WTF, was für ein Start. Guter Schuss auf jeden Fall, er hat schnell reagiert. Und da ist schon das 1-0 nach 18 Sekunden. Eieiei. Kommst du, Mate? Okay, er kommt. Na, danke, dass du ihn durchgedrückt hast. So, ich musste mir erstmal den Boost schnappen. Oh, ich dachte, der andere fährt hin. Oh, shit. Das war blöd. Geh du dran. Er geht halt nicht dran, aber der Mate hat's, der Gegner hat zum Glück auch nicht besser gemacht. Nein, er bricht an mir vorbei. Komm schon, wir sind gerade am Schwimmen. Das war wichtig und ich habe ihn nochmal, jawohl. Okay, jetzt nach vorne. Aua, der Held, der kickt mich einfach, der Sack. Komm schon. Ey, wow. Spannender Anfang hier. Oh. Das war nicht so geplant, denke ich mal. Und das war auch nicht geplant. Okay, da muss ich den abdrängen hier. Schön, Mate, schön. Ich bleib erstmal hinten, komm schon. Jawohl, er hat sich durchgesetzt, aber da kommt der Gegner und ich konnte ihn nur nach oben klären. Ich habe zwar damit die Parade bekommen, aber es bleibt gefährlich. Es bleibt gefährlich, doch der Gegner konnte nicht aufs Tor kriegen. Och, und ich spiele den flach. Das war nicht... Aua, mein Mate, was macht er? So, erstmal nach hinten zu denen. Alter, ich bin gerade richtig unter Spannung. Der DFB-Pokalfinale hier. Vom Feeling. Ich habe gerade keinen Boost, aber jetzt habe ich Boost. Und ich fahre dran vorbei. Boah, das an den Wänden hasse ich irgendwie immer. Wie die Pest. Ich wollte eigentlich meinen Mate. Ja, hat er auch gemacht. Komm schon. Komm schon. Ah, schade. Ich versuche irgendwie zu berühren, habe ich auch geschafft. Und der kommt sogar richtig gut. Ah, schade, konnten nicht verwerten. Ich gönne mir lieber den Boost. Okay. Nein! Aber er hat ihn. Okay. Die Hälfte ist rum vom Spiel. Und wir führen immer noch 1-0. Allerdings ist es eine verdammt knappe Führung und sie könnten jederzeit ausgleichen. Sie sind auch echt von den Chancen her gut dabei. Also, es wird nicht einfach. Das zu halten. Den konnte ich leider nicht durchdrücken. Schade. Oh, jetzt könnte es passen. Nee, er hat ihn. Er hat ihn. Und er hat ihn nochmal. Und er spielt nochmal. Und er spielt, er fährt weg. Okay, damit konnte ich jetzt nicht rechnen. Der Mate kommt und er berührt ihn. Doch der andere kann halten. Aber der geht drüber. Mist. Ich krieg die Pille einfach nicht rein, ne? Schade, aber es ist eine echt coole Runde gerade. Feier ich. Oh nö, ich leg den mal auf den aufs Auto drauf. Okay, okay. Alter, das war gefährlich vom Mate. Und den kriege ich durch. Sehr geil, das gibt Zeit. Auch wenn es nur 5 Sekunden sind. Komm schon. Der kommt nicht aufs Tor. Und den habe ich erstmal gekriegt. Sehr schön.
Komm hinterher. Direkt mal pressuren. Ah, Mist. Ups. Hä? Wie ist denn der gestorben? Habe ich ihn überhaupt berührt? I don't know. Oh, mein Mate ist tot. Das ist bad. Ups. Fast dran vorbei. Oder fast hätte er ihn reingemacht, vielmehr. Ach nee, es ging mir so ein Tor, Mann. Ich dachte, er schießt halt. Ach Mann, nee. Ich hatte keinen Boost, was wollte ich machen? Ich konnte nur Doppelsprung machen. Und ich dachte halt, er schießt direkt. Ach Mann, hat er, ja, entweder hat er es aus Glück geschafft oder es war Absicht zu faken. Wer weiß, aber da ist schon der Ausgleich da. Ist so in der Ausführung irgendwie unverdient. Aber jetzt so im Allgemeinen? Oh nö. Ach Mann, geh doch rein. Ja. Ja. Was sind das für Tore? Und was ist das für ein Spiel? WTF. Oh mein Gott, er fliegt dann vorbei. Und ich kann zum Glück noch reindrücken. Boah. Okay, noch 30 Sekunden. Schaffen wir das? Schaffen wir das, Leute? Ich hoffe es doch. Ich konnte ihn leider nicht drücken. Ich dachte, er spielt ihn höher. Er ist aber dann beim flachen Ball geblieben. Und Mate, was geht ab? So, erstmal zur Seite. Ja, und den kann ich mir klären. So, Zeitgewinn. Er ist dann vorbei, er auf. Mein Mate macht nochmal die Defense auf. Und ich hab'n. Das war's, Leute. Es müsste... Ja, wir haben gewonnen. Ein sehr spannendes Spiel. War ein cooler Start in die Folge. Und wir beginnen sofort die zweite Runde. Und diese zweite Runde starten wir mal wieder in Neo Tokyo. Mal sehen, ob wir hier auch so ein spannendes Match abliefern können. Ich bin gespannt. Ja, und ja, ich sag, ich fahre hin, aber er fährt und klaut mir den Boost. Das ist schon mal ein guter Start. Okay, er kriegt ihn durch. Der Mate hat ihn aber. So muss das... Hey, er macht einen Phantom Hit. Gleich mal einen Boost klauen. Mist. Och, Mann, ich hab ihn nicht gekriegt. Aber da kommt der Mate. Schnell zurück. Und drauf. So, schöner Bouncer Richtung Tor. Aber keine Gefahr diesmal. So, was macht der Mate? Der fährt einmal drumrum. So kann man das auch machen. Den habe ich. Und weiter geht's. Ich habe keinen Dribbling gerade. Ach, ich war zu weit weg vom Ball in dem Moment. Scheiße. Okay, gutes Stellungsspiel von Mate. Sehr schön. Okay, er engagiert sich immerhin. Ja, danke. Er legt vor und nimmt ihn dann doch weg. Was macht er? Das war doch bis dato echt nicht schlecht. Warum macht er das? Verstehe ich nicht. Okay, erstmal zurück. Ich habe Angst. Ich will nicht überspielt werden, einfach so. Und weg da. Nein! Ich habe nicht mehr gekriegt. Oh! Okay. Und weg. Weiter, weg. Was macht es? Okay. Ja gut. Ist ja noch kein Tor. Und noch keine größere Chance, ehrlich gesagt. Nee, ich habe mich verdrückt, Mann. Das könnte es jetzt werden. Aber er schießt dran vorbei. Aber ohnehin wäre der Mate auch da gewesen. Das hätte er eigentlich gehalten. Meine ich. Och, nö. Sorry, Mate. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich hatte Angst, dass die mich einfach überspielen. Und so ein Ball geht rein. So ein Ball geht rein. WTF. Ja, er wird weggebammt in dem Moment, wo er spielen will. Okay. Ach, die beiden spielen auch an der Xbox, sehe ich gerade. Unsere Gegner. Ja, alles klar. Ich treffe ja ehrlich gesagt sehr selten auf andere Xbox-Spieler. Man kann ja hier zum Glück in dem Spiel Crossover spielen, also mit allen Plattformen. Also jedenfalls PC und Xbox. Oh, ich weiß gar nicht, ob da PlayStation auch bei ist. Aber PC und Xbox ist ja beides von Microsoft, von daher ist das gar nicht mal so abwegig. Und den kriege ich leider nicht. Mist, ich bin... Hä?
Alter, was? Und der ist auch totgeil. Och, ich hab schon antizipiert, aber ich hab's trotzdem noch geschafft. Den habe ich natürlich. Den habe ich auch nochmal. Geil, der geht sogar vorbei. Komm schon, Mate. Mach ihn. Er sammelt ihn rein. Sehr geil. Danke und guter Schuss, Kollege. Wunderbar. Er hat den zum Glück noch getroffen. Der war gar nicht mal so einfach, weil der schon recht weit am hinten am Pfosten war. Oh, jetzt sind wir beide drauf gefahren. Das könnte brenzlig werden. Fuck it. Ich hoffe, mein Mate schafft das. Ah, die verhaspeln sich gerade. Glück für uns. Ach, das war klar. Ich musste hingehen. Da kann ich nichts mehr machen. Scheiße. Ey, die brauchen erst so lange, bis sie da dran kommen. Was, warum fährt denn der da hin, ohne zu springen? Was macht das für einen Sinn? Keine Ahnung, egal. So, schön durchdrücken. Ey, Kollege. So. Was machst du? Ja, klar. Er geht trotzdem durch. Komm schon. Spiel ihn. Oh, nein. Das kann doch nicht sein, dass wir uns mit denen von den beiden da fertig machen lassen. Ja, klar. Er trifft mich 1 Millimeter und ich fliege wieder nach Afghanistan und zurück. Ey, Mann. Hey. Och, Mann. Warum springt er meinen Mate vorbei, Alter? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass er da an dem ruhenden Ball vorbeispringt. Also, Mann. BTF. Ich dachte, wir leiten jetzt den Konter ein. Och, nö. Was für blöde Gegentore. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Nee, komm schon. 2 Gegentore sind nicht unmöglich, aber so schon. Obwohl, das war gar nicht mal so übel. Wenn das eigentlich nicht so passieren sollte. Den habe ich. Komm. Komm, Mate. Du bist da. Ja, da bin ich da. Das ist der Anschlusstreffer. 1 Minute vor Schluss. Schön erobert und dann auch aus dem spitzen Winkel gut getroffen. Sehr schön. Ich fahre hin. Ich hoffe, das merkt er. Jo, hat er gemerkt. Alles klar. Das war brenzlig. Oh mein Gott. Der andere hatte das gerochen und wollte ein Abstaubertor machen. Sehr schön, Mate. Gut erobert. Und jetzt in die Mitte. In die Mitte. Er will mich töten. Oh, schade. Er hätte ein Eigentor machen müssen. Das hätte ich gefeiert. Fuck. Ich habe nicht berührt. Nicht allzu viel. Komm schon, macht was Blödes. Komm, Mate, bitte, sei da. Ah, leider ist er ein bisschen zu spät. Man kann ihn aber keinen Vorwurf machen in dem Fall. So, und den haben wir. Mit Macht. Aber wir haben, uns geht die Zeit aus. Ne, macht ein Eigentor fast. Oh mein Gott. Komm schon, hau nach vorne. Los. Roll irgendwo. Komm schon. Nein, er geht so weit nach hinten noch. Nö, schade. War aber auch ein cooles Spiel, fand ich. Aber wir haben leider mit ein bisschen Pech verloren und uns teilweise ein bisschen blöd angestellt bei den Gegentoren. Aber gut, 1 gewonnen, 1 verloren, ausgeglichen am Ende. Oh ja, und das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.